zwei gern verglichene Handys, das Motorola Moto G7 Plus und das Samsung Galaxy A50. Ein aufschlussreicher Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Merkmale der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Design. Im Bereich Design ist das Moto G7 Plus mit 65:51 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: Spritzwasserfestigkeit und 1,5 mm kürzer. Das Galaxy A50 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 10 Gramm leichter, 0,6 mm dünner, 0,6 mm schmaler und 7,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Galaxy A50 haarscharf mit 69:68 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 3,1% höhere Auflösung, 3,2% größere Bildschirmgröße und OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Das Moto G7 Plus hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0,5% höhere Pixeldichte und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Im Bereich Leistung ist das Galaxy A50 mit 90:75 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 17,6% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 64 GB mehr interner Speicher, 4 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 267 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, nutzt HMP, 4,5 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite, 0.2 neuere Version von OpenGL-S, 0.8 neuere Version von OpenCL und 0.6 höhere Version von eMMC. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Moto G7 Plus eindeutig mit 78:65 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen Blitz mit Dual LEDs, es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, es hat einen manuellen Fokus, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, eine Blitz-LED mehr und 4 Punkte bessere DxOMark-Mobile-Wertung. Das Galaxy A50 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 1,8-fach mehr Megapixel der Hauptkamera und 2,1-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio ist das Moto G7 Plus mit 94:62 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat eingebaute Stereo-Lautsprecher und ein Mikrofon mehr. Akku. Bei der Kategorie Akku ist das Galaxy A50 mit 64:63 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 33% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Galaxy A50 mit 85:81 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: zweifach schnellere Uploads, unterstützt ANT+ und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A50 liegt in der Gesamtwertung mit 73 knapp vor dem Motorola Moto G7 Plus mit 68 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Handys unter dem Video verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Falls euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.